Ich freue mich total, dass wir heute mit unserem Hörspieltipp zu Gast sind im Schauspiel Frankfurt, zusammen mit Martin Brüggemann und Hallo. Wolfgang Vogler. Der eine oder der andere kennt vielleicht Martin noch von den Dramateuren. Er hat 2015 bei uns auch mal mitgespielt und hat jetzt eben hier am Schauspiel Frankfurt ein eigenes Hörspiel produziert. Und damit möchte ich auch schon abgehen. Vielleicht könnt ihr was dazu erzählen direkt. Ja, genau. Ich wollte eine eigene Inszenierung machen. Und wir haben auch schon einen Text rausgesucht und wollten mit den Proben starten. Dann habe ich leider selber Corona bekommen und dann hat auch noch das Haus geschlossen. Und dann haben wir entschieden, wir machen das Ganze als Hörspiel. Und das Stück heißt Das Fieber von Wallace Shawn. Und die Idee, warum ich das Stück machen wollte, war eigentlich, dass ich selbst so oft erlebe, dass... Also ich habe das Gefühl, ich bin keine Generation, die besonders politisch ist. Also ich interessiere mich für Politik, aber ich bin jetzt ganz selten auf Demos oder engagiere mich wirklich für politische Themen. Und habe aber das Gefühl, dass es oft so eine Überforderung stattfindet, dass man einerseits ja im System lebt und das in gewisser Weise ja auch unterstützt dadurch, gleichzeitig aber auch das Leid sieht, was überall auf der Welt entsteht, durch unseren Lebensstandard. Und das war mein Anliegen, das zu beleuchten. Und dann haben wir diesen Text gefunden, der von einem Protagonisten handelt, der in einem Hotelzimmer in einem südamerikanischen Land aufwacht und Fieber bekommt und anfängt, über sein Leben nachzudenken. Und dieses über sein Leben nachdenken, habe ich das Gefühl, müssten wir eigentlich viel stärker selbst oft machen, was unsere alltäglichen Handlungen für Auswirkungen in der Welt haben. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du dazu noch bisschen was sagen. Ja, wir saßen zuerst mal im November auf dem Sofa zu Hause und mit Abstand schon, ja, kann man sagen, und haben dieses Stück in der Hand gehalten und das ist ja aus den 90er Jahren, das muss man nochmal dazu sagen vielleicht. Ne? Es ist eigentlich, sage ich mal, für einen modernen Text schon wieder uralt so. Ja. Und gleichzeitig haben wir gemerkt, hey, das berührt total unsere Thematik heute. Eigentlich hat sich gar nichts daran geändert. Und eigentlich ist es so, dass das, was der damals angesprochen hat, heute noch viel eklatanter zum Vorschein kommt. Auch nochmal durch die Corona-Zeit auch noch eklatanter. Diese Schere zwischen Arm und Reich, das Gefälle zwischen Wirtschaftssystemen. Und mich hat dann die Figur gereizt, weil es zwar eine theoretische Debatte ist, sage ich mal. Aber die Situation des Stücks ist eine total private und persönliche. Und da habe ich gemerkt, macht mir das Spaß einzusteigen. Sicher auch nochmal allein durch diesen Titel, Das Fieber. Weil das Fieber hat ja grundsätzlich was mit unserer Wahrnehmung zu tun. Also im Fieber nehme ich Dinge anders wahr, als wenn ich im Normalzustand bin, was auch immer normal ist. Ja. Aber das Fieber führt dazu, dass die Wahrnehmung sich verschiebt auf jeden Fall. Ja? Und das ist für mich die Spannung in dem Text, dass er sehr stark hin und her kippt zwischen bestimmten Sichtweisen. Da ist wie so ein schlechtes Gewissen, das ihn antreibt, sich doch eigentlich damit beschäftigen zu müssen. Deswegen ist er sich auch nicht umsonst in diesem Schwellenland, würde ich jetzt mal sagen. Es ist nicht so genau festgelegt. Ja. Aber er ist wie, da kommen wie unbewusste Dinge, die ihn eigentlich ständig zum Denken auffordern, sage ich mal, und die man so normalerweise vielleicht so wegdrängen kann, die nehmen sich Raum in dieser Nacht, in diesem Bad, und er ist wie gefangen in diesem Raum und konfrontiert sich mit all diesen Dingen, die er sonst jahrelang weggeschoben hat. Genau. Und das war für mich ein super Spielimpuls einfach. Und die wir auch in unserem Alltag irgendwie wegschieben. Also wenn ich bei H&M einkaufen gehe und da auf die Hose gucke und sehe Made in Indonesia, dann denke ich natürlich vielleicht doch für einen ganz kurzen Moment an die Leute, die diese Hose produziert haben. Aber gleichzeitig schiebe ich den Gedanken auch gleich wieder weg und freue mich, irgendwie eine coole Jeans für 30 Euro bekommen zu haben. Genau. Wobei aber eben dieser Preis auf der wahrscheinlichen Ausbeutung der Arbeiterin dort basiert. Und die unter Bedingungen leben, die wir selber nie, also ich glaube, keiner von uns würde so einen Job auch nur für 3 Tage machen wollen. Ja, das heißt, für euch war so ein Zugang zu diesem Text einfach auch so eine starke Identifikation. Also ich fand auch, als ich es
anhören durfte, ja schon irgendwie sehr nah, irgendwie auch in so einem Alltag, aber sehr komprimiert sozusagen. Also dieses ganze Schwanken zwischen den extremen Positionen war ja überraschend, dass alles in dieser einen Figur gelagert ist. Und das wirkt, ich habe immer, glaube ich, zu dir schizophren gesagt, ich finde, für mich wirkt das total schizophren, aber ist es ja überhaupt nicht. Es bleibt ja immer irgendwie nachvollziehbar mit dem Beispiel, was du gesagt hast. Und mich würde einfach interessieren, genau, wie ihr da den Zugang noch irgendwie in diese Schwankungen gefunden habt. Und es bleibt ja alles auf dieser akustischen Ebene, in dieser Kopfwelt, sage ich mal. Ja, wie ihr da so dran gearbeitet habt, vielleicht auch diese Zwischentöne zu finden oder die Extreme. Also eigentlich ist es mehr ein Zulassen, weil wenn ich ehrlich bin, trage ich die Schizophrenie ja selbst in mir. Ja, also ich wirke halt so aufgeräumt, rational irgendwie, aber in Wahrheit ist die Schizophrenie jeden Tag in mir, wenn ich konsumiere. Ja. Ja, und ich liebe diese kleine Episode an Weihnachten, also beziehungsweise seinen Traum über Weihnachten, wenn er plötzlich so ausrastet, im Traum wohlgemerkt, und sagt, ich kann euch nichts mehr schenken. Es ist jetzt mal Schluss mit dieser Konsumwut, die sich eben so automatisiert hat. So was, da ist immer die Frage, was brauche ich wirklich zum Glücklichsein? Also was automatisiert sich da? Und B natürlich, wie setze ich mich in Verbindung mit der Welt? Also ich muss mir einfach bewusst sein, mit jedem Kauf eines Produkts gehe ich eine Verbindung ein. Und wie sieht diese Verbindung aus, wenn ich sozusagen auch den Mut habe, auf eine Art nicht nur das Schnäppchen machen zu wollen, weil das kommt ja auch drin vor, das liebe ich natürlich auch so. Du stehst vor einem Produkt und es hat wegen mir einen Wintermantel, 300 Euro oder so. Und du siehst auf dem Etikett 139 und du denkst, wie geil ist das denn? Das Ding muss ich, wenn ich das jetzt kaufe, dann habe ich einen Wert von so und so. Ne? Ja. Und dann ist es wegen mir... Ist jetzt nicht so mein Fall unbedingt, aber dann ist es wegen mir noch vom Boss. Wissen wir ja auch alle, wie das genauso billig produziert wurde, ja. Und einfach nur dieses Bewusstsein, Fetischcharakter der Ware heißt es genau. Im Hörspiel. Welche Verbindungen gehe ich ein und mache ich mir davon Bewusstsein? Oder bin ich nur daran interessiert, irgendwie, wie ich für mein Geld so viel wie möglich kriege? Ja. Das ist ja auch ein wahnsinnig gutes Beispiel jetzt in dieser Corona-Zeit, weil du hast eben schon gesagt, dass es ja jetzt auch nochmal eine neue Perspektive vielleicht dazu bekommt und gerade so 16. Dezember die Läden schließen, was passiert? Alle flippen völlig aus, rennen in die Stadt, weil sie Weihnachtsgeschenke brauchen oder meinen zu brauchen und da bricht total der Wahnsinn irgendwie los. Hattet ihr schon das Gefühl, dass jetzt Corona dann Einfluss nochmal auf den Text hat oder dass das vielleicht anders gewesen wäre ohne Corona als Theater? Dass ihr andere Schwerpunkte gesetzt habt oder mit Bildern anders umgegangen seid? Also was ich an Corona interessant finde, dass es ja auch so ein Wachstumsbremser war, dass irgendwie erstmal alles eingefroren war und in den Fabriken wurde aufgehört zu arbeiten letzten März und es einen wirtschaftlichen Einbruch gab und man doch irgendwie so gemerkt hat oder für mich so klar wurde, wie stark die Wirtschaft eigentlich vom Wachsen abhängt und dass wirklich die Wirtschaft eigentlich jedes Jahr wachsen muss, weil wenn sie nicht wächst, dann gibt es irgendwie Firmenpleiten und Leute werden arbeitslos. Und diese Idee von einem immer stetigen Wachstum finde ich ganz interessant, weil wenn man sagt, wir leben auf einem Planeten mit endlichen Ressourcen, wie kann denn dann ein Wirtschaftssystem über einen längeren Zeitraum funktionieren, was immer weiter wächst, was immer mehr produzieren muss, was nie weniger wird? Da spielen ja letztendlich diese Texte rein, die noch eine andere Ebene bilden. Ne? Da gibt es einen Sprecher, der eben ganz theoretische Texte reinspricht und da kommt unter anderem der Club of Rome Text vor und da wurde eben 1972 schon gesagt, die Ressourcen werden nicht reichen, all das, womit wir uns heute beschäftigen, 1972 bin ich geboren, also ja, sozusagen seitdem ist eigentlich interessant, weil meine Generation spätestens dürfte sozusagen wissen, schon als ich geboren wurde, wurde davon gesprochen. Die Folgen ihres Handelns kennen. Dass wir uns auf Nachhaltigkeit, auf Ressourcen schonen, auf Wiederverwendbarkeit doch einstellen sollten. Aber es hat sich noch nicht durchgesetzt. Definitiv nicht. Also jetzt kriegen wir ein Problem, wenn Asien unseren Plastikmüll nicht mehr abnimmt. Ja? Dann frage ich mich, wir verbrauchen, als Familie haben wir einfach zwei so dicke Plastik, diese gelben Säcke, ja, alle zwei Wochen. Und
Es ist so krass. Man fragt sich, wie jemals die Welt funktioniert hat ohne Plastikverpackung. Es ist eigentlich schrecklich. Und jeder weiß es und du gehst in den Supermarkt und jetzt bestimmt auch nochmal durch Corona. Ich habe einmal im Rewe gefragt, haben Sie noch keine Papiertüten? Weil da immer noch diese absolut tödlichen, leichten Plastikbeutel beim Brot. Ne? Und dann sagt mir, die Frau an der Kasse sagt mir, also Sie werden es nicht glauben, aber die Kunden wollen das. Die am Gemüse hängen. Ja, wahrscheinlich, also es war schon Corona-Zeit, wahrscheinlich, weil die Leute jetzt noch mal mehr draufstehen. Ne? Mhm. Aber es ist doch scheißegal, ob das jetzt Plastik ist oder es ist gar kein Argument für. Ja, ja. Plastik jetzt, ja. Vielleicht die Sachen, die dann schon von Firma aus verpackt sind. Aber es hört nicht auf mit dieser Schizophrenie, ja. Genau, woher kommt diese Schizophrenie? Also sind wir Menschen das, die irgendwie immer mehr wollen oder es uns egal ist, solange es uns nur gut geht, wie die Dinge produziert werden? Liegt es am System? Also wenn du mich fragst, hat es was grundsätzlich mit der Orientierung oder mit dem Fokus zu tun, was wir wirklich wollen, was mehr wird? Also wenn ich will, dass durch den Konsum die Wirtschaftsleistung mehr wird, würde ich ja daraus schließen, dass dadurch auch mein Glück größer wird. Ja. Haben wir aber vielleicht gelernt, dass unser Glück in den vergangenen 30 Jahren nicht unbedingt größer geworden ist. Mhm. Also deswegen finde ich den Text so spannend, weil es gibt diese theoretische Ebene, aber eigentlich ist da nur ein Mensch, der sich selbst reflektiert und im Verhältnis setzt zur Welt. Und eigentlich fängt es genau da, also wenn ich auch was verändern will in der Welt, denke ich, es fängt vor allem immer, also wenn ich was mit mir neue Weichen stelle, wie auch neue Sichtweisen, dann verändere ich auch was in der Welt, weil es ist relativ egal, ob ich jetzt, welche Partei ich wähle, glaube ich. Am Ende gibt es auch einen schönen Absatz zu. Ja? Ja. Ob die Politiker jetzt das wirklich verändert haben oder irgendwie wirklich was dran tun. Ich sage nur Massentierhaltung. Passiert da was? Ja, nein. Ich glaube, nein. Und also kann ich sozusagen, wenn ich überhaupt Fleisch kaufe, gucken, welches Fleisch kaufe ich. Ja? Und ansonsten wissen, dass Glück mit anderen Dingen als mit Konsum zu tun hat. Mhm. Ja? Ja, also. Sag ich mal jetzt so ganz pauschal. Ja? Also ich bin dafür, zum Beispiel in der 10. Klasse oder so, das Fach Glück zu. Da gibt es, glaube ich, in Dänemark oder irgendwo in skandinavischen Ländern wird das Fach Glück unterrichtet. Mhm. Finde ich mega. Mhm. Da geht mir sowas von's Herz auf und klar ist es sozusagen auch die neue Generation. Fridays for Future gibt es ja immerhin, ne? Ja, Die sagen, halten die nicht Schilder hoch und sagen, wer Erwachsene werdet endlich erwachsen? Kann gut sein. Hat mir kürzlich jemand erzählt. Ja. Ich habe es noch nicht gesehen. Ja. Aber ja, es geht darum, erwachsen zu werden. Aber ich finde auch, dass wenn man jetzt so den Lebensstandard, den wir hier haben, vielleicht kann man dann sagen, weniger Konsum, aber Menschen in anderen Teilen der Welt, die wirklich einen wesentlich geringeren Lebensstandard haben, wie können wir denen verwehren, erstmal auf unseren Lebensstandard zu kommen? Also, versteht ihr, dass Kapitalismus möglicherweise das beste Wirtschaftssystem ist, um Armut zu bekämpfen, lässt sich, glaube ich, auch nicht ganz von der Hand weisen. Also, wenn man die letzten 200 Jahre sich anschaut, geht es zum Beispiel einer großen Mittelschicht in China mit 500 Millionen Menschen deutlich besser. Und gleichzeitig trägt China aber auch stark zum Klimawandel bei. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, Caro, aber es... Ja, ich finde es ganz schwierig. Ihr habt ja im Hörspiel auch einige Beispiele, wo es ins Verhältnis gesetzt wird, irgendwie was war früher, wie ist es heute, ist es nicht eigentlich eher besser geworden, also wie können wir uns so viel beklagen und so weiter. Ich fand das jetzt zum Beispiel beim Hören mit diesen vielen Beispielen, die es waren, ich finde das immer wahnsinnig schwer, irgendwie nachzuvollziehen in dem Moment, weil das so sehr subjektiv ist, wie man das in dem Moment empfindet. Also man kann diese Beispiele irgendwie abwägen, man versucht da irgendwie so einen Weg zu finden, war das jetzt schlechter, ist das jetzt besser, brauchen wir das? Aber so aus dem Standpunkt jetzt heute, den man hat, finde ich, also fällt es mir sehr schwer und es ging mir auch im Hörspiel dann ein bisschen so, das nachzuvollziehen oder diese Lebensqualität zu beurteilen, wie sie früher war. Das finde ich ganz, ganz schwierig und stoßt auch selber so an die Grenzen, dann diese Systeme zu bewerten. Also ich finde, es ist argumentativ nicht von der Hand zu weisen, dass vieles dadurch einfach besser geworden ist oder so eine gewisse Notwendigkeit mit sich bringt, auf jeden Fall. Aber ich finde trotzdem diese Unzufriedenheit oder diese Punkte, die du eben genannt hast,
die lösen sich ja dadurch nicht auf. Also ich merke nicht, dass dadurch sich irgendwie ein befriedigendes Gefühl einstellt und man sagt, es ist schon gut so, wie es ist und an sich wird alles noch besser und so, sondern man sieht trotzdem, okay, jetzt sind meine Masken in Plastik eingepackt, jetzt passiert noch das und das wird angekurbelt und so weiter. Und so richtig, wie gesagt, ein Gefühl, dass das gut ist, kann ich aus dem Vergleich dann nicht ziehen. Also so geht mir das und wie gesagt, die Beispiele haben mich auch eher in diese Richtung noch getrieben, als dass ich gesagt habe, naja, eigentlich ist es doch super und ich glaube, da gibt es viele Weichen zu stellen, damit das Potenzial sich vielleicht entfalten könnte, was darin durchaus steckt. Also das ist gar nicht zu bestreiten. Ja. Bezogen aufs Stück finde ich es eigentlich nochmal interessant, so Fieber ist ja eine Krankheit und man sagt ja auch so ein bisschen, wenn man durch so ein richtiges Fieber durchgegangen ist, dann ist es wie so eine Reinigung. Ja? Mhm. Und deswegen würde ich jetzt mal auch denken, dass der das vielleicht nicht zufällig gewählt hat, diesen Zustand. Und da er so in extreme Haltungen geht, ist es ja eigentlich so, wie ich durchkreuze mal so die ganze Landkarte von Rechtfertigungen, die ich mein tägliches Leben so lebbar machen. Ja? Und da so dann auch durchgegangen ist, ich will jetzt nicht über das Ende groß sprechen, aber kommt, ja, das ist vielleicht, weiß ich nicht, soll ja noch was offen bleiben, ne? Aber ich glaube, er kommt am Ende erst an diesen Punkt, weil er so diese verschiedenen Haltungen durchgespielt hat, ja? Und das mag ich ja an dem Stück. Ja. So. Das findet zu einer Art von Ehrlichkeit, wo man nämlich nochmal so anfangen kann. Also für mich ist das Ende vom Hörspiel eigentlich ein Anfang. Es ist ja dann auch so der Morgen und so, ne? Eigentlich kann man wie nochmal neu raustreten in die Welt und gucken, so wirklich einen bewussteren Blick auf die Dinge zu werfen, ja? Also das erste Mal passiert es nach dem Fetischcharakter der Ware, ja. Ne, wo plötzlich so alle Waren sich so nochmal neu anschauen, wie die verpackt sind, wie die beworben werden und so. Ne? Ja. Aber am Ende für mich gibt es auch nochmal so ein besonderer Punkt, wo es eigentlich kein Ende ist, sondern ein Anfang für mich. Ja? Finde ich einen sehr schönen Schlusssatz, ehrlich gesagt. Das Ende ist der Anfang.